Bitte beschreiben Sie uns Ihre Initiative und die Gründe, warum Sie auf der CONHIT sind. Mein Name ist Reinhard Koller, komme aus Oberösterreich von der Gesundheit und Spitals AG, Gesundheitsinformatik, und ich bin der Initiator von iHealth Networks. iHealth Networks verbindet Menschen, Ideen und Systeme zu attraktiven Lösungen im Gesundheitsbereich. Das ist die Mission der Gesundheitsinformatik, der GESPAC, und das ist inzwischen auch die Mission von zahlreichen Partnern, nicht nur aus Österreich, sondern auch darüber hinaus, zum Beispiel aus Deutschland. Und so war der Gedanke geboren, vor einem halben Jahr diese Mission auch über die Grenzen Österreichs hinauszutragen, nach Berlin auf die CONHIT, wo ich letztes Jahr als Journalist anwesend war und wo ich doch einigermaßen positiv inspiriert war von den Gedanken des Networkings und der Kommunikation, die dort geboten wurde. Welche Resonanz haben Sie bekommen hier? Wir haben von unseren Partnern und von anderen Lösungsanbietern hier auf der Messe sehr gute Resonanz bekommen. Es besteht auch inzwischen schon wieder von weiteren Anbietern, aber auch von Einrichtungen und Institutionen Interesse, konkretes Interesse, dieser Plattform beizutreten. Werden Sie auf der nächsten CONHIT auch wieder mit vertreten sein? Das ist allerdings fraglich. Punkt 1, weil wir uns in unser Netzwerk mobil, dynamisch gestalten, das heißt nicht unbedingt davon ausgehen, jedes Jahr dasselbe zu machen. Und auf der anderen Seite, um es auch offen anzusprechen, die CONHIT rein, was die Besucher im heurigen Jahr anbelangt, doch eher enttäuschend war. Insbesondere der erste und der dritte Tag.